Hallo und herzlich willkommen zurück zu Myst. Ja. Genau, wir hatten die Loot-Tour beendet, die kleine. Tralala, hast du nicht gesehen? Ich muss mal gucken. Wir haben Durst. Wie verrückt, so gut. Dann würde ich sagen, wir trinken erstmal was. Es ist jetzt 7 Uhr. So wirklich was geschafft haben wir nicht, ne? Weil, ne, war ja nichts mehr zu looten und, ja. Dann hat uns die Batterie noch verarscht. Was, das finde ich überhaupt nicht witzig, ne? Ehrlich nicht, da steht eine Batterie im Auto und man kann sie nicht mitnehmen. Ich fasse es einfach nicht. Gibt's doch nicht. So, das. Ein paar Bretterchen haben wir zum Wegmachen. Moment mal, hier ist Holz drin, ne? Wir hatten aber doch irgendwie auch hier auch Bretter drin. War da nicht irgendwas? Ne, hier nicht. Hier hat man Bretter drin. Das brauchen wir ja nicht zum Feuer anmachen. Also. Habe ich es jetzt eingesteckt? Ja, ich habe es eingesteckt. Packe ich das doch hier hin. So. Dann hier ein paar Läppchen schon weg. Wunderbar. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Muni und eine Crowbar und zwei Messer. Ne, zwei Messer brauchen wir nicht. Definitiv nicht. Und eine Zündikerze. Zündkerze. Hatten wir nicht irgendwie... Genau, hier, die Zündkerzen, ne? Das mache ich mal raus. Raus in das Dings. Na, wir hatten doch da die... kleine Box da geklaut. So, packe ich das mal hier rein. Ja, die sind ja alle unter ferner Lieben hier, ehrlich. Das ist ja wohl... Na gut, aber ob wir eine bessere finden. Die weiß ich nicht so genau. So, jetzt noch die Muni weg. Brett zu. So. Mal gucken. Nee, hier. Ich wollte doch gerade sagen, wir haben doch Muni. Diese hier sind, glaube ich, die wo in unsere Dings reinkommen, ne? In unser Gewehr, in unsere AK-47. Ist doch AK-47. Nee, M4 Rifle. Es ist keine AK-44. Sind es die? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Nö. Auch diese sind es nicht. Shotgun. Ja gut, aber da haben wir ja... Diese hier ist das, ne? Wenn ich mich recht erinnere. So ein Schwachsinn. Lass das doch mal. Hör doch mal auf, hier alles rumzugackeln. So, die muss raus, die muss rein. Und dann machen wir es auf die 1. Mach mal. Gut, das hilft uns auch nicht wirklich weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall besser als in die hohle Hand, Leute. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe lieber 5, hoch. Nur 5 Patronen, ne, als wie gar keine, bin ich ganz ehrlich. So, wir müssen tatsächlich pennen gehen. Das hilft alles nichts. Unser Bett ist hier hinten. Machen wir das Brett zu. Was soll denn das hier? So, wir gehen jetzt erstmal Hayabubu machen. In der Hoffnung, dass uns nicht wieder irgendwie einer in die Bude einsteigt. So, schön langsam schlafen. Schön langsam schlafen. Was haben wir hier noch? Zeigt mir doch mal einer bitte schön den Bahnhof, der hier irgendwo ist. Wo die Leute quatschen. Ganz ehrlich jetzt. Und ich glaube ja kaum, dass die Geräusche von den Banditen kommen. Oder vielleicht sind es die Seelen von den Zombies, die noch da großes Palaver machen. Ich habe keinen Plan. So, da können wir gleich nochmal hier an so ein Döschen lutschen.
Oh, so wirklich viel ist das nicht mehr hier, ihr Lieben. Ach, komm schon. Und hätten wir jetzt noch ein viertes Rad, dann könnten wir auch mit dem Auto fahren. Nee, gar nicht. Können wir nicht. Ne? Wir haben noch gar keine... Doch, hier ist eine Batterie drinne. Was rege ich mich denn dann eigentlich auf? Kann mir das mal einfach... So, komm, hier ist noch ein bisschen Spritti. Aber wir brauchen tatsächlich noch ein Rad. Auf geht's. Lasst uns in die nächste Stadt eiern. Oder wo auch immer hin. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, jetzt kommt's kein Nebel. Kann ich nicht gebrauchen. Ehrlich nicht. Wie werdet denn es sehen? Da hinten sind doch auch irgendwo Karren, wo wir uns reinsetzen können, oder? Ich hoffe es doch. Oh, hier sieht das immer aus, als wenn die Straße irgendwie, weiß ich nicht, nass wäre oder was. Sieht schon ganz merkwürdig aus. Guck mal. Hier oben war doch auch irgendwas, oder? Hier war doch auch eine Butze. Nun klar. Da lasst uns... Was ist das denn da? Ein Müllcontainer? Lass uns da erstmal hier gucken, bevor wir tatsächlich... Ich weiß, da sind Zombies drin. Da haben wir beim letzten Mal so die Fresse voll gekriegt. Mach mal auf. Oh! Meins? Meins? So. Was ist das hier noch? Noch eine Axt? So. Moment. Ja, nee, sonst liegt hier nichts rum. Aber das ist ja schon... Da hier liegt noch was. Das ist ja schon mehr als genug, Leute. Wir haben ein Auto. Ich habe jetzt echt gedacht, das wäre eine Tür, die wo irgendwo hinführt. Nee, tschüss. Wir haben ein Rad, wir haben... Noch ein Ersatzmotor. Wir haben Sprit im Tank. Auf geht's, sag ich euch. Auf geht's. Ich weiß zwar noch nicht, wohin. Ich denke ganz einfach mal. Fett. Weg. Wir machen einen Ausflug. Ein Picknick. Irgend sowas. Was sagt denn die Stamina? Ja, die Stamina ist noch in Ordnung. Wir haben doch jetzt auch alles, ne? Motor, eine Zündkerze, eine Batterie, vier Räder. Ja, mehr brauchen wir ja nicht. Und Sprit. Ja, das kommt mir super gelegen. Als diese blöde Rumlauferei, ne? Und dann ewig dieser Stamina-Verbrauch. Nee. So. Gut. Rad auf die Kiste. Und dann will ich mal was gucken. Dieser Motor hat 47,1. Der hat nur 18,5. Das hat der hier drinnen liegt. Lag da auch einer drinnen? Oder war das im anderen Leben? Das war im anderen Leben. Gut, dann machen wir nämlich Folgendes. Dann machen wir den Motor nämlich raus. Den prozedest du mal raus. Und den prozedest du mal rein. So, und dann gucke ich jetzt auch gleich nochmal nach der Zündkerze. Wie viel hatte die jetzt? 13. No. Was haben wir denn hier? 23, 30 haben wir hier eine. Da kann der hier rein. Auch nicht die Welt, ne? Und hier rein. Supi. So. Gut. Und das jetzt dorthin.
Die kann man nicht irgendwie kombinieren, so wie bei Minecraft, ne? Zwei schlechte Dinge in die Workbench und ein gutes rausholen. Nö. Nein, ja, ist doch gut, ich sag ja nichts. So, dann will ich den... Ach, die Tür geht was blöd auf. So, hier, komm, die Axt brauchen wir auch nicht, weil wir eine an der Hand haben. Dann kommt die hier hin. Und die... Nee, hier rein. Komm da rein. Ja, ich würde sagen, wir essen tatsächlich noch mal was. Eieieiei. Dann ist aber wirklich beinahe hängen im Schacht hier, ne, was das Essen betrifft. Hallo. Ja, ne? Dann wollen wir mal. Die Frage ist, wo fahren wir hin? Weil an den Banditen kommen wir nicht vorbei. Definitiv nicht. Mäh. Die Straßen, die sind ja auch ganz toll geworden, ne? Also wer Myst noch kennt, ne, wie es mal einst gewesen ist, sage ich jetzt mal, der weiß, dass die Straßen zu damaliger Zeit... Da hinten, wo sind denn die? Ich muss nämlich hier stehen bleiben jetzt gleich. Myst zu damaliger Zeit tatsächlich die Straßen zwei graue Streifen. Und, Exit Core F. Zwei graue Streifen ohne irgendwelche Erhebungen oder sonstiges. Und das ist es dann gewesen. Jetzt sind die mittlerweile Buckeldelle Loch. Und, ja. Eigentlich sehr realitätsnah. Das, also das möchte ich dazu sagen. Ne? Weil es kann ja durchaus sein, dass so eine Straße tatsächlich Buckeldelle Loch hat. Oder auf zwei Höbenen. Eine, zwei Straßenspuren auf zwei verschiedenen Ebenen sind. Meine Fresse. Gut, wir haben fünf von diesen Dingern. Kriegt man damit den Bärblatt? No. To save the game. So ist fein. So, nee. Noch ein Stückchen. Weil wir müssen tatsächlich uns um Essen kümmern, ne? Oh, wo ist dieses Drecksviech? Banditen. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Da hinten läuft er. Da habe ich jetzt schon Schiss, ne? Ich habe jetzt schon voll Schiss, ne? Dass der Bär uns wieder platt macht. Wagst dich nicht wieder da rumzulaufen und wieder uns zu erlauben, neben dir herzulaufen und im nächsten Moment drehst du dich rum und reißt uns den Kopf ab.
Ich brauch Baldrian. Gut, machen wir erstmal hier. Butcher das erstmal. Komm, butcher das mal. Es ist niemand da, der uns jetzt in irgendeiner Form irgendwie ärgert. So, wir brauchen hier ein bisschen Fett. Ich hoffe, jetzt kommt kein Nebel. Alter Schwede. Wie viel hast du davon noch? Eins noch. Komm, dann butcherst du das auch noch raus. Ganz ehrlich, Leute. Was? 60 Minuten braucht der hier für das Kopffleisch? Ist der nicht ganz dicht? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Wenn da jetzt die Zombies kommen, Leute, dann können wir laufen. Ja gut, aber sie kamen nicht. Ist wie mit schlechtem Wetter, ne? Wenn die Vögel aufhören zu singen, dann sind, 2 Stunden für 2 Lieder. Dann gibt's schlecht Wetter, wenn die Vögel aufhören zu singen. Ist er leer? Ne, wir müssen heim. Wir haben Hunger. Wir haben Durst. Durst ist nicht so schlimm. Durst hätte ich jetzt noch was zum Trinken dabei. Aber wir müssen heim. Komm, ab dafür. Heim. Wir waren erfolgreich und das will ich so auch nicht aufs Spiel setzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Sehr geil. Und wir haben sogar nur 2 Schüsse gebraucht oder was, ne? Halt, Moment. Ja. Gott sei Dank. Ja gut, ich meine, das ist Pumpgun ist das, ne? Wenn ich das richtig interpretiere. Die reißt schon ihre Löcher. Löcher. So, mal gucken, wo wir unsere Karre hingestellt haben. Da sind die Blödmänner. Da steht sie. Gut. Rein mit dir. Anmachen. Ups. Und wieder zurück. Huch, war denn das jetzt? Also wie ich schon angekündigt hatte, ne? Ich bin ein lausiger Fahrer, ich sag's euch. Wenn wir tatsächlich irgendwo stranden, dann... Dann weil. Ja, weil halt eben. Weil ich es versemmelt habe. So einfach ist es. Weil ich sehe auch überhaupt nichts und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Ich könnte ja auch die normale Straße nehmen, ne? Okay. Wo ist denn unser Haus? Das ist da. Guck mal, wo ich lang eier. Naja, gut. Aber es geht ja. So, da la. Was? Exit Car. Nee. Bist du blöd? Du musst die Kiste ja auch ausmachen. Start, Stop, Engine. So. Wow, wie geil ist das denn? Moment, wartet, da müssen wir uns gleich ein bisschen Holz mitnehmen. Wie viele Slots habe ich denn noch? 5. 1, 2, 3, 4. Ja, guck mal an.
So, dann machen wir jetzt ein bisschen Feuerholz. Und dann brutzeln wir uns Bär. Brezzo. Oder haben wir? Haben wir Feuerholz, dass ich vielleicht schon mal gerade den ersten Sprung aufsetzen könnte? Wir haben 4 Feuerholz. Aber ich würde ganz einfach sagen, wir machen uns... Das schaffen wir nicht mehr. Machen wir erstmal 8 Stück, weil wir verhungern echt gleich. Das ist ja schlimm hier. So, und ich denke, das soll damit auch gut sein. Dann brauchen wir Ditte. Komm, das mache ich mal hier rein, so lange, sonst habe ich keinen Platz. Warte mal, haben wir keine Anzünderli mehr. Ist denn das jetzt euer Ernst? Muss ich jetzt auch noch an die Bäume rumkratzen oder was? Schickt. So, komm, Eini, grillfest. Da. So, und so. So, und dann packen wir das mal hier rein. So, und dann Streichhölzer, Ditte und Dit. Geh an, bitte. Geh an, bitte. Geh an! Na, wer sagt's denn? Sehr nice. So, das gibt 2 Dingeldibums hier. Guckt mal an. Ja. Nimm. Von diesen Dingern haben wir nur... Was heißt denn nur? Also, davon haben wir 2. So, ich will mal hier, ich bleib dabei stehen. Weil, mir ist das Fleisch schon so oft verkogelt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich. Dann warten wir jetzt, bis das Fleisch... Überlegt mal, das sind 0,7 Kilo. Nur und das frisst er auf eine Mahlzeit. Ich weiß nicht, was der für einen Magen hat. Jetzt noch schönen Nudelsalat dazu. Selbstgemachten Kartoffelsalat. Sau lecker. Ajo, komm. Wie lang dürrt denn das? Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Mach mal hin hier. Alter Schwede. So, und da können wir hier gleich, vom Feuer, so glühheiß wie es ist, stecken wir uns das gleich in den Mund. Was? Okay, das heißt, einmal am Grill stehen und Zeugs fressen und dann hoch. Und dann ist das auch schon gleich gar. So, das war jetzt nicht wirklich die Welt, aber da wollen wir gleich mal hier, haben wir ja Water. Oh, da sind 8 Liter durchgelaufen. Wo bin ich denn? So. Take mal. Jetzt sind es 2 Liter. Guckt mal. Ich sage ja, es ist garantiert, da irgendwie Verdunstungssteuern mussten wir da bezahlen oder so. So, dann packe ich das jetzt mal hier hinein. Was? Was? Wer bist du denn? So, und wegen diesem... Fett, wie war denn das? Da konnte man doch Quatsch, nein, B. Irgendwas hier drüber, ne? Cooking Pot war das. Ja, den haben wir, glaube ich, oben auf dem Weg stehen, ne? War da nicht irgendwas? Meine ich schon, dass das so ist. Jetzt ist die Frage.
Nö, ich glaube, ich baue erstmal. Nee, geh mal bitte aus dem Inventar. Hier, so ein Ding. Quatsch, nee. Nee, das ist hier gar nicht. Also doch auf der B. Moment. So, mal gucken. Ditte hier, dieses Drying Rack. Seile macht man aus Blättern, gell? Da war irgendwas. Acht Blätter, acht von diesen Dingern. Jo, ist 6 Uhr abends. Das sind so diese unliebsamen Dinge, die man nicht macht. Und wenn man dann braucht, hat man nicht. So einfach ist das. Nee, das ist eine Feder. Ich nehme sie mit. Und weil die Federn so riesig sind, kann man die tatsächlich auch nur zu 8 stacken. Das geht gar nicht anders. So. Hä? Was ist das? Och, hier steht noch. Hier steht noch ein Holz, das habe ich gar nicht gesehen. Also, ne, ich meine, der Spruch im Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, das ist ja noch ganz lustig. Aber in einem Wald keine Blätter zu finden. Nein, da hängt ja überall nur Dosenpfand dran. Ach, hören Sie doch auf. Ach ja, ich hatte da, glaube ich, irgendwie auch mal was gelesen. Da schrieb dann einer, hatte sich auch beschwert darüber, dass keine Blätter im Wald liegen. In einem Wald keine Blätter liegen, so war es richtig. Und da hat ein anderer schlauer Mensch drunter geschrieben, ja, hast du schon mal bitteschön Blätter an, hier, an so Tannenbäumen gesehen? Oder Kiefern, Fichten oder was auch immer das ist hier? Sicherlich nicht, das ist ja wohl richtig. Aber dann frage ich mich, warum sollte man diese Blätter hier sammeln können? Wo kommen die denn her? Wo kommt. Da läuft bestimmt nachts irgendwie ein Männchen hier rum, ne, was diese Dinger verliert. Oder verteilt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es völlig hirnrissig, das sage ich euch. Für 8 Blätter, ne? Für 8 Blätter läuft man hier unter Umständen eine Folgenlänge rum. Und da habe ich schon das Gras ausgestellt, ne, damit ich sie dann auch sehe. Gib mir mal meine Axt. Spinnt das echt mal. Ne, haben wir denn jetzt zwei nebeneinander? Das gibt dann wenigstens ein paar Bretterchen. Paar Blätterchen. Hoffe ich zumindest. Da liegen zwei. Da liegen vier. Okay. Okay. Fallen mir nicht auf den Kopf. Oh mein Gott, der Baum kann zaubern. So. Okay, ja, nee, ne? 19! 19 Blätter haben wir! Yippie-yay-yay, Schweinebacke! Ups! Ey, ey, ey! So, dann lutsch mit denen auch mal mit diesem Tinder. Wie wird das so schön? Also die Rinde, wie das so schön heißt. So, da können wir uns tatsächlich zwei Seile machen. Und ich hoffe, dass wir da von jetzt auch. Ja, denke ich schon. So, hinein in die Hütte.
Ja, meine Lieben, das war's schon wieder. Die Seile werden in der nächsten Folge gemacht. Schade, dass man das nicht ausmachen kann hier. Ne, so an und aus, ne? Na gut, wie dem auch sei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommi da oder vielleicht auch ein Abo. Ciao!